Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Flesse von Mr. Flesse Design. Ja, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der neunten Bonusfolge. Alles um den Brettspielraum Werkstatt, Ideenwerkstatt, Medienwerkstatt von Mr. Flesse Design. Ja, meine Brettspielsammlung, die Sammlung von Mr. Flesse Design, was ich hier auf zwei Tischen soweit alles zusammengestellt habe. Es ist auch fast komplett. Ich muss noch mal gucken, ob noch irgendwo auf dem Dachboden noch ältere Schinken rumschlummern. Aber erstmal alles das, was jetzt hier auf dem Tisch steht, was wir uns ja im ersten Teil dieser neunten Bonusfolge angeschaut haben. Ich habe jetzt noch mal den Schrank ausgepackt. Man sieht, der Tisch ist noch etwas voller geworden hier. Kingdom Death Monster. Das Hauptspiel ist dazugekommen und alle anderen habe ich, glaube ich, hier. Hier Sleeping Gods ist hier noch mal. Und Era of Tribes sowie Andor, Darwin Journey, Erde und natürlich Nemesis, das Grundspiel. Alles habe ich jetzt hier soweit aufgebaut. Und das soll natürlich jetzt alles hier irgendwie in den Schrank, in die 17 freien Fächer von insgesamt 20 Fächern, davon 9 sogar beleuchtet. Ich habe mal die Beleuchtung angemacht und die Scheiben schon mal zum Teil aufgemacht. Man kann sie sehen, hieran kann man nochmal erkennen, dass man auch zum so gesehen Lüften die Scheiben aufstellen kann, aber eben auch, um sie leichter herein oder herauszunehmen. Ja, bevor ich mit dem Einsortieren anfange, will ich hier im Showbereich, in dem beleuchteten Bereich, nochmal ein paar Zwischenböden einziehen, ein paar modulare. Und zwar, das hatte ich euch ja auch in der letzten Folge schon mal grob gezeigt, hier von AT&T habe ich hier nochmal mir zwei Kartons geholt, speziell für die Vitrine. In jedem Karton sind 6 Paneele drin, und entsprechende Füße. Und damit werde ich jetzt zwei Ebenen nochmal im Hintergrund ausbauen. Und zwar die unterste Ebene und die mittlere Ebene. 6 Paneele habe ich. In der Mitte habe ich ein 90er Fach. Da kann ich dann 3 Paneele nebeneinander. Dann kommt Paneele 4 nach links und Paneele 5 nach rechts. Und im mittleren Fach auf der mittelsten Paneele kommt dann nochmal eine oben drauf. So habe ich alle 6 Paneele hier gut untergebracht. Normalerweise hat der Schrank ausreichend Tiefe, damit 2 Spiele auch hintereinander stehen können. So kann ich die im Hintergrund entsprechend etwas höher stellen und im Vordergrund einige Szenen nachstellen oder auch erstmal die Spiele einfach hinstellen. Ich muss mal gucken, wie ich es genau mache. Alles so gesehen an Spielesammlungen, die nicht in den Beleuchtungsbereich kommen, die kommen hier an die 3 großen Fächer an die Seite rein. Hier haben wir nochmal 3 und nochmal 2 auf der anderen Seite. Unten haben wir ja das Medienfach, da haben wir natürlich keinen Platz, aber hier haben wir nochmal 2. Und dann habe ich hier oben nochmal ein Notfach hier oben neben dem Beamer und nochmal 2 Notfächer hier. Da sollen eigentlich andere Sachen untergebracht werden, wie Spielematten, Brettspielematten, alles das, was ich gerade nicht auf den Tischen habe. Aber das muss ich mal gucken, wie das hier überhaupt mit dem Platz hinkommt. Ich werde jetzt als erstes mal hier diese Tische aufbauen. Da gibt es auch LED-Kits zu, wo man die Tische von oben oder auch von unten noch extra beleuchten kann. Die lasse ich jetzt erstmal weg. Das kann sein, dass das irgendwann in späterer Zeit auch nochmal Einzug halten wird in diesen Schrank. Aber das sehen wir dann irgendwann später. So, ich werde das erstmal hier aufbauen. Dann sehen wir uns gleich nochmal ganz kurz vorm Einräumen. Und dann sehen wir uns natürlich am Ende an, ob die Tische keine Spiele mehr halten, sondern nur noch das eine Spiel, was dann entsprechend gerade benötigt wird, um eine Partie zu spielen oder um natürlich einen neuen Organizer zu entwickeln. Okay, ich hole euch gleich wieder dazu. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja, ganz viele Kartons leer. Alles, was in den Kartons drin war, ein bisschen Reste sind noch übergeblieben, die ich jetzt nicht gebraucht habe. Noch ein paar Verlängerungsfüße, Stopper. All das brauche ich jetzt hier für den Schrank nicht. Und dann schauen wir einmal, wie das Ganze im Schrank aussieht. Ich habe es jetzt doch noch ein bisschen anders gemacht, als ich es überlegt habe.
Ich sehe gerade, irgendwo fehlt noch eine Scheibe. Aber hier steht noch eine. Aber ist nicht so schlimm. Dann können wir da auch nochmal direkt in den Schrank reingucken. Und zwar habe ich es jetzt doch über alle drei Ebenen gemacht. Also alle drei beleuchteten Ebenen haben jetzt im Hintergrund nochmal so gesehen aufgebockte Ebenen zur Präsentation bekommen. Wir fangen einfach mal unten an. Unten habe ich jetzt vier Platten integriert. Vier von diesen AT&T Tabletop Platten. Ich mach mal das, blendet es zu sehr, ich denke mal, das geht, oder? Machen wir noch mal das andere Licht aus. Dann haben wir ein bisschen mehr. So, jetzt ist alles super finster, aber jetzt können wir uns genau das angucken, was hier im Schrank sich befindet. Und dann gehen wir noch mal wieder dorthin, wo ich vorhin war. Jetzt fangen wir mal auf der untersten Ebene an. Da habe ich jetzt drei Platten nur für das mittlere Fach zur Präsentation von Spielen im Hintergrund. Wir können ja hier so gesehen aufgrund der Tiefe des Schrankes auf zwei Ebenen Brettspiele oder auch Inhalte von Brettspielen, meine Organizer zum Beispiel oder auch einfach Miniaturen, die kann ich jetzt hier in den Vordergrund stellen oder auch hier seitlich platzieren. Da muss ich nachher mal gucken, wie ich es genau mache. Das obere Board ist auch nur drauf gesteckt, das kann ich auch hin und her schieben. Die beiden Platzhalter an der Seite, damit kann ich dann nochmal, wenn ich vorne ein Brettspiel anlehnen will, da drauflegen. Das sehen wir dann, wenn der Schrank fertig eingeräumt ist. Ja, jetzt gehen wir einfach mal eine Ebene höher. Da können wir sogar in den Schrank reingehen, weil hier fehlt die Scheibe. Deswegen blendet es hier auch nicht. Jetzt gehe ich einfach mal in den Schrank rein. Also hier ist es jetzt so, habe ich jetzt fünf Platten nebeneinander, drei so gesehen mittleres Fach und dann noch jeweils einmal eine Platte für die beiden äußeren Fächer und dann wieder eins oben drauf, wo dann irgendwas, ich sehe gerade, hier ist der Abstand noch nicht genau richtig, das muss ich noch gerne mal umstecken, dass das hier auch alles symmetrisch aussieht. Unten dann Füße drunter, das ist jetzt so gesehen die Ebene 1 der Füße, man kann die auch jetzt noch verlängern, das sehen wir gleich im dritten Fach. Und hier ist es wieder genauso, hier vorne ist Platz, um irgendwas hinzustellen, zu platzieren, Miniaturen, Auszüge des Brettspieles oder Organizerboxen. Obendrauf können dann die entsprechenden Spiele teilweise aufgestellt, teilweise einfach nur draufgelegt. Ich gucke mal, wie es nachher am besten aussieht. Und jetzt gehen wir nochmal ganz nach oben. Das ist dann so meine Arbeitshöhe. Da ist natürlich wieder die Scheibe davor. Ich gucke mal, ja, da haben wir jetzt hier mal die Version mit Doppelfuß, wo jetzt dann zwei Füße aufeinander stehen. Obendrauf kann dann wieder irgendwie ein Spiel stehen. Und das sind jetzt nur zwei Fächer. Da haben wir jetzt auch seitlich nochmal ein bisschen Platz. Da könnten vielleicht große Spiele obendrauf stehen. Ich gucke mal, wie ich es genau mache. Vielleicht ein Gloomhaven, ein Frosthaven. Ich gucke mal, wo was in welches Fach reinkommt. Das schauen wir uns dann nachher an, wenn ich alles eingeräumt habe. Ja, was noch ganz praktisch ist, ich habe jetzt noch einen überbehalten. Ich lege den mal hier in die Mitte. Und zwar ist das hier diese Konnektoren zur Verstärkung. Und das sind eben ganz praktische Konnektoren. Da können LED-Stripes entsprechend mit eingezogen werden oder langgeführt werden, sodass man diese ganze Spielfläche auch von unten beleuchten kann. Ich habe auch noch ein LED-Kit. Das habt ihr vielleicht in einem der Videos gesehen auf meinem Kanal. Man kann hier auch so einen Rahmen drumherum bauen, wo auch LED-Stränge reingebaut werden. Das könnte man vielleicht eventuell nochmal hier in den Hintergrund machen. Aber wir haben hier schon relativ viel Beleuchtung drin. Warten wir mal ab, was ich da noch für Möglichkeiten habe. Auf jeden Fall, Anschlussmöglichkeiten sind natürlich mit eingebaut. Hinten sieht man den Anschluss für den Kabelkanal, wo das denn zur Stromzuführung führt. Das ist natürlich in allen drei beleuchteten Ebenen dieses Schrankes möglich. Ja, das so gesehen zur Präsentationsfläche, was sich da jetzt noch verändert hat. Ich denke mal, das macht das Ganze noch ein bisschen mehr her. Auch im Hintergrund bei irgendwelchen Videos kann man hier immer schön die Sachen platzieren, die sich hier im Schrank nachher befinden werden. Ja, so viel vorab. Und jetzt sehen wir uns gleich nochmal zum Ende dieser Folge, dieser so gesehen neunten Bonusfolge, zweiter Teil. Und dann schauen wir mal, ich kann sie euch jetzt nicht zeigen, weil im Hintergrund ist alles dunkel. Alle Brettspiele werden sich jetzt hier in den Schrank bewegen, also umziehen oder einziehen. Erstes Mal, dass der Schrank komplett voll bestückt wird. Man kann auch sehen, hier oben ist alles finster. Hier drumherum auch, die Nebenfächer sind alle Fenster. Also wenn man jetzt nur den Schrankbeleuchtung anmacht, zum Beispiel wenn man jetzt hier, ich schwank trotzdem mal rüber, man sieht zwar nichts, hier
ist das schwarz, da steht, ist nachher die Leinwand. Wenn man hier entsprechende Projektionen macht auf die Leinwand, dann kann man hier schön was indirekt von hinten beleuchten, ohne dass es stört. Okay, so viel Farb, jetzt sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Ja, es geht zu Ende mit dem zweiten Teil der 9. Bonusfolge. Und wie ihr hier seht, es stehen nur noch zwei leere Kartons auf den Brettspieltischen. Und zwar diese AT&T Tabletops Zubehörteile für Brettspiel-Sessions. Bei mir ein bisschen zweckentfremdet als so gesehen Auflockerung in der Showvitrine. Ja, guck nochmal, Brettspieltische, alles leer, alle Brettspiele sind jetzt in den Müll gelandet. Nein, nicht in den Müll gelandet. Sie sind jetzt alle irgendwie im Schrank untergebracht. Und wir gehen jetzt einfach mal reihenweise durch. Erstmal die Randbereiche. Ich lasse euch mal auf dem Fußboden und dann gucken wir uns mal die einzelnen Fächer an, was in den einzelnen Fächern drin ist. Wir haben jetzt hier an der Seite, das kennen wir ja schon, die Medien, das Medienfach mit dem AV-Receiver, mit der PlayStation 5 und noch mit etwas Platz für spätere Erweiterungen für andere Mediengeräte. Und dann gehen wir eine Ebene nach oben. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig ausgerichtet. Ich habe erstmal alles nur reingepackt, um zu sehen, ob alles reinpasst. Und hier haben wir nur zwei Brettspiele drin mit sehr vielen Erweiterungen. Und zwar einmal Etherfields und Tainted Grail. Ich muss mal gucken, da kommt jetzt ja noch mal eine Erweiterung zu Tainted Grail dazu. Ich kann das Ganze auch noch nach hinten schieben und hier vorne noch mal eine Ebene aufbauen oder hier an der Seite hochkant was reinstellen. Da muss ich nachher mal gucken, wie das denn hinkommt, wenn die so gesehen Kings of Ruin, glaube ich, heißt die letzte Erweiterung. Die kommt jetzt auch demnächst, glaube ich, nächstes Jahr in Deutsch. So, dann haben wir hier oben überwiegend Worker Placement Titel, The Great Wall. Okay, The Witcher, nicht gerade ein Worker Placement, das kann ich nachher nochmal umpacken. Ich schaue nochmal. Dann Venedig, Robinson Crusoe, Dorfromantik, Erde, Darwin's Journey und Era of Tribes. Ja, und ganz oben, das kennen wir ja auch schon, die leeren Kartons von der PlayStation 5. Die können natürlich auch gegebenenfalls dann noch woanders hinwandern in ein extra Archiv, wenn ich noch wieder Platz brauche für die Brettspiele. So, dann gehen wir mal wieder unten lang. Jetzt gehen wir mal in die Reihe 5. Das ist auch noch eine unbeleuchtete Reihe. Da habe ich auch sehr viel unterbringen können. Viele große Titel. Wir fangen mal im unteren Bereich an. Viel mit ja Adventure und auch so ein bisschen Strategie. Ist das noch ein Worker Placement? Founders of Gloomhaven. Das kann ich gegebenenfalls nachher nochmal rübertauschen. Ich habe das erstmal hier, weil es eben zu Gloomhaven gehört. Es ist hier mit dabei. Wir haben natürlich hier Gloomhaven, Frosthaven, Alta Quest und Skull Tales Full Seal. Ja, und noch ein fettes Spiel, was jetzt nicht in den mittleren Bereich gelandet ist, weil ich die Miniaturen noch nicht zusammengebaut habe. Es kann durchaus sein, dass es nachher in die Showvitrine in den beleuchteten Bereich wandert. Das ist natürlich Kingdom Death Monster. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Einmal oben die Gambler's Chest Erweiterung, in der Mitte das Hauptspiel und unten alle Miniaturen zur Gambler's Chest. Ja, dann haben wir oben nochmal so einen Sammler für verschiedene Spiele. Wir haben hier unter anderem Flügelschlag mit 3 Erweiterungen. Wir haben hier Alhambra mit 4 Erweiterungen. Pulp Invasion mit 3 Erweiterungen. Mistwind mit 1 Erweiterung. Da kommt noch was dazu. Und Seventh Continent und Seventh Citadel. All die Sachen haben wir hier an der Seite. Und hier oben das obere Fach, das ist noch frei. Da habe ich extra die Doppelfächer. Ich kann nochmal so rübergehen. Das Fach ist auch frei. Dann gehen wir einfach mal oben lang. In der Mitte steht natürlich der Beamer. Und dann hier, da habe ich noch vergessen, die Scheibe zuzumachen. Da sind jetzt alle meine, so gesehen, meine alten Spiele. Civilization, Albion, Geld und Börse, Express 01, Grimoria, die verbotene Insel, Weltall, Viergewinn, Quirkels Cubes, Quirkels Normal und Carlos Magnus. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder zum Schalter und jetzt gucken wir uns einmal die Mitte an. Und das geht natürlich am besten, wenn alles finster ist. Jetzt können wir die äußeren Fächer nicht mehr sehen. Und jetzt fangen wir mal einfach an der untersten Ebene an. Fangen wir mal unten an, in der Mitte. Ich setze mich hier mal hin und dann schauen wir mal, wie es hier unten losgeht. Ich habe jetzt hier unten in der Mitte, in das mittlere Fach, ist jetzt alles, was ich habe, zu den Legenden von Andor, das Grundspiel, die so gesehen Teil 2 der Trilogie und Teil 3
Und in der Mitte haben wir die ewige Kälte. Und dann noch zwei kleine Erweiterungen, der Sternenschild und neue Helden zum Hauptspiel. Ja, hier kann man mal sehen, AT&T, das Zubehör hat natürlich hier, kann ich die Sachen so ein bisschen im Hintergrund anheben, sodass die im Vordergrund die hinteren Sachen nicht verdecken. Ja, direkt daneben, da haben wir Sleeping Gods. Das normale Spiel, Sleeping Gods Distance Tiles, und dann haben wir noch eine Erweiterung Tiles of Ruin und noch ein Standalone Primeval Pearl. Alles das in diesem beleuchteten Fach. Und auf der anderen Seite, das war jetzt auch so ein fettes Spiel, war es eigentlich, wie gesagt, auch ein schönes Spiel. Da gab es jetzt eine Special Edition und zwar The Castles of Burgundy, und ich habe hier dann nochmal so ein paar Erweiterungen, optische Erweiterungen, Acrylic-Tiles für verschiedene Komponenten des Spiels. Ja, und dann wandern wir mal von Ebene 1 eine Ebene höher. Eines meiner Lieblingsspiele hatte ich jetzt hier natürlich genau in die Mitte platziert. Nemesis, das Grundspiel, Nemesis Lockdown und dann entsprechende Erweiterungen hier zu Nemesis Lockdown, die Stretch Goal Box und zum Grundspiel einmal die Canomorph Expansion und dann Aftermath und die Voidseeders sowie die Terrain Expansion. Und da fehlt natürlich jetzt noch der dritte Teil der Trilogie, der kommt dann nachher hier oben nachher in die Mitte. Ich schaue mal, wie ich das nachher genau mache. Das dauert noch ein bisschen, bis da der dritte Teil kommt, aber ich gucke mal, vielleicht mache ich hier in diesem vorderen Bereich nochmal so ein bisschen Miniaturenaufbau und die Stretch Goal Box und die Canomorph Expansion wandern hier an die Seite. Ja, links daneben, da haben wir Fuchspunk, das Brettspiel, mit Miniaturenerweiterung, Ressourcenerweiterung und dann noch so eine kleine weitere Erweiterung, eigentlich nur optische Erweiterung, um das Spiel aufzupimpen. Auf der anderen Seite haben wir Return to Dark Tower, die Covenant Expansion und die Allianzenerweiterung. Und dann gehen wir mal nach oben in das letzte beleuchtete Reihe. Da habe ich jetzt hier die Catan-Serie, Catan das Spiel mit vier Erweiterungen. Händler und Barbaren, Seefahrer, Städte und Ritter und Entdecker und Piraten und dann natürlich die 5 bis 6 Spielerweiterungen dazu. Direkt daneben auch ein Spiel mit ganz vielen Erweiterungen, Carcassonne mit 10 Erweiterungen, dann noch ein Standalone Carcassonne Mayflower und noch so ein kleines Reisespiel habe ich auch irgendwann mal geschenkt bekommen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Spiel mit vielen Miniaturen, so ein bisschen Science-Fiction, Stars of Arcarius. Da kommen auch noch mal jetzt ein, zwei Erweiterungen raus, die passen hier oben dann noch schön mit rein, sodass dann hier sicherlich auch im Vordergrund noch mal nachher was aufgebaut wird hinsichtlich des Organizers. Ja, wie ihr seht, alles ist untergekommen. Ich gehe noch mal hier in die Totale des mal beleuchteten Bereiches, dass man einmal mal sieht, was hier so steht. Ziemlich viele Sachen, alles schön platziert. Ich werde jetzt nochmal das große Licht anmachen. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal in der Totalen an. Der Schrank ist voll, wie ihr hier seht. Und da oben sind jetzt noch zwei Fächer frei, oben rechts. Da muss ich mal gucken, ob da später Spiele reinwandern oder halt irgendwelche Accessoires. Ja, und was hier nachher noch dazu kommt zum Brettspiel Showvitrine, das sind hier unten die mittleren drei Fächer, da kommen Rollcontainer rein mit Equipment und gegebenenfalls auch Brettspiele können da noch notfalls untergebracht werden. Spielmatten muss ich nachher mal gucken, wenn ich sie nicht auf den Tischen habe, wie ich das genau platziere. Ich habe sie jetzt erstmal da so hingestellt. Hier an den Seiten kommen ja später die Subwoofer hin, einer links, einer rechts. Aber das sehen wir dann auch nochmal in einer gesonderten Folge, wenn es hier um das Einrichten des Entertainment-Systems geht. Also alle Lautsprecherboxen werden installiert. Ja, womit geht's jetzt weiter? Was sehen wir als nächstes? Jetzt geht's natürlich endlich wieder weiter mit den Brettspieltischen. Alle Tische sind frei, beziehungsweise beide Tische sind frei. Da gehe ich jetzt Schritt für Schritt weiter. Der obere Rahmen mit Einfräsung für die Einlassplatten, die hier unten liegen, der große Stapel. Und dann hier natürlich der Übergang zwischen beiden Tischen. Da muss ich nachher mal gucken, wie hier der Übergang genau funktioniert, wenn ich die Tische Modul zusammenschiebe. Aber da gibt es natürlich auch wieder eine extra Folge in der Serie. Wir bauen zwei XXL Brettspieltische. Ja, so viel für heute. So viel für jetzt. Hat mich wieder gefreut, dass ihr alle da wart. Und denkt an den Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht schon gemacht habt, das Abo für den Kanal, damit ich
weiterhin euch auf dem Laufenden halten kann, wenn es hier endlich irgendwann losgeht mit Präsentationen, Let's Plays und Organizerbau für Brettspiele. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Fless wünscht euch alles Gute. Bye bye, tschüss und auf Wiedersehen. Bye bye, wünscht euch euer Mr. Fless. Bye bye.